Das erste Makeover! Wir befinden uns im Kinderzimmer. Das haben wir aus verschiedenen Gründen so ausgesucht, dass das das Kinderzimmer sein soll. Wir hatten ja, falls ihr die Vlogs verfolgt habt, haben wir ja überlegt, ob wir daraus ein Fernsehzimmer machen. Das geht aber nicht, weil die Couch da, glaube ich, nicht hinpasst. Irgendeinen Grund gab's und dieses Zimmer hat ein geiles Feature für Kinder, was wir in diesem Makeover nicht zeigen werden. Aber dafür gibt es nochmal ein extra Video und zwar ein kleines Kämmerlein, was man richtig geil als so eine kleine Kuschelbude machen kann. Was wir heute machen, ist, wir machen das Bett fertig, wir optimieren den Schrank, wir hängen die Regale auf. Wir machen das hier richtig schön gemütlich. Was mir noch fehlt, ist die passende Wandfarbe, aber es könnte auch sein, dass man, wenn man alles aufgehängt hat, denkt, weiß es auch, okay. Wir werden sehen. Ich sehe gerade Vorhänge. Ja, mal schauen, wie es am Ende aussieht, aber ich glaube, es wird sehr, sehr cool. Ich liebe den Boden. Ist ein bisschen schwierig, weil der Boden ist ja schon sehr viel. Und wenn man dann überlegt, da kommt noch ganz viel Spielzeug dazu und so. Auf der anderen Seite, vielleicht fällt das Spielzeug dann auch gar nicht auf, wenn der Boden auch so unruhig ist. Wir werden sehen. Stay tuned. Und ich ziehe mich jetzt um. Ha! Wenn es doch immer so einfach wäre. Leute, ihr glaubt nicht, wie ich mich auf mehr Ordnung freue. Die Kästen sind super, aber was fehlt, sind Böden von dem Schrank. Achso, haben wir überhaupt schon gesagt? Ihr erinnert euch vielleicht, das ist ja so ein DIY-IKEA-Hack-Schrank, können wir euch gerne hier nochmal verlinken, aus zwei Expedit-Regalen, die ich auf der Straße gefunden habe in Berlin und zu einem großen Kinderschrank gemacht habe. Ich habe überlegt, ich mag die Farbe eigentlich sehr gerne. Ich habe nur überlegt, ob ich langfristig, hier ein bisschen was Sanfteres drauf mache, was so ein bisschen den Blaugrauton vom Boden aufgreift. Ich glaube, der Boden ist grau, aber so ein bisschen was, wisst ihr? Aber auf der anderen Seite, für Kinder darf es ja auch mal ein bisschen Farbe haben. Plan ist, hier jeweils noch einen Boden rein und hier unten Stangen für Kleider oder Pullis oder keine Ahnung, Jäckchen. Was wir loswerden müssen, sind diese Böden. Und Richard meint, wenn man hier einfach reinsägt, dann kann man das auf der Seite rausziehen. Was ist, wenn es nicht klappt, Richard? Dann machen wir wieder einen Boden rein, ne? Jo. Gut, okay. Wie ihr wisst, habe ich fast nur Werkzeug von Bosch Home & Garden, weil ich auch die Akkus dafür für alle Geräte benutzen kann. Das nennt sich Power for All Alliance. Diese Akkus könnt ihr unter den Geräten tauschen, was super praktisch ist, weil ihr dann natürlich auch nicht 1000 Akkus für 1000 verschiedene Geräte braucht, sondern ein Akku, der in alle Geräte passt. Nicht nur für die Bosch Home & Garden Geräte passen die Akkus, sondern es gibt diese Power for All Alliance, wo ihr die Akkus für über 100 Geräte benutzen könnt. Alles dazu verlinke ich euch nochmal in der Infobox. Ich habe hier mit der PST 18Li Stichsäge gearbeitet. Es gibt diverse Stichsägen von dem 18 Volt System von Bosch Home & Garden. Die sind alle super, mit der hier komme ich extrem gut zurecht. Die hat weniger Vibration, deswegen könnt ihr damit wirklich sehr präzise schneiden. Und durch die Pendelung könnt ihr auch ziemlich schnell sägen. Ich werde auch oft gefragt, was ich für einen Akkuschrauber empfehle. Ich habe nur Bosch Akkuschrauber. Ja, ich habe mehrere und ich mag sie alle. Hier habe ich den Advanced Drill 18 benutzt. Den könnt ihr auch mit Zubehör bestellen, wie einem Winkelaufsatz oder einem Exzenteraufsatz für Arbeiten oder Bereiche, die schwer zugänglich sind. Schaut euch den gerne mal an. Ich verlinke ihn euch auch natürlich unten in der Infobox. Auch ein absolutes Must-Have im DIY-Werkzeug-Equipment-Repertoire ist ein Schleifgerät. Das hier ist ein Multischleifer, der PSM 18Li. Und den benutze ich auch sehr oft für Kanten, Ecken, kleinere Flächen, wirklich sehr vielseitig einsetzbar und viel bequemer als mit der Hand zu schleifen.
Ich habe auch öfter die Frage in den Kommentaren bekommen übrigens und per Instagram nach dieser kleinen Astsäge, die ich im Garten benutzt habe. Die ist auch von Bosch Home & Garden, verlinke ich euch auch gerne, auch aus dem 18-Volt-System. Für dieses Projekt brauchte ich sie jetzt nicht, aber damit ihr die auch nochmal der Vollständigkeit halber habt, verlinke ich euch die unten sowie auch alle anderen Geräte. Es gibt noch eine kleine Aktion. Ihr könnt vom 1. bis zum 31.12. einen Gratis-Akku bekommen. Wie das Ganze funktioniert, findet ihr auch in der Infobox. Da gibt es Link und alle Infos nochmal dazu. Ich schraube die Schrauben hier so ein bisschen vor, damit die gleich schön greifen an der Wand des Regals und mir das nicht so hin und her schlackert. Dann haben die einfach mehr Halt. Hat so ein bisschen alles hier gerade so von Fließbandarbeit. Aber so geht's am schnellsten und am einfachsten. Dass sich das mitdreht, dieses Holzstückchen, ist nicht schlimm, weil wir wollen es ja einfach nur festkriegen. Ich predige es immer wieder. Es gibt Dinge, da müsst ihr eure Perfektionsansprüche oder könnt ihr eure Perfektionsansprüche echt runterschrauben. Und das sind so Sachen, die man eh nicht sieht. Irgendwann, wenn ich ganz viel Zeit und Muße habe, dann werde ich den Schrank innen wahrscheinlich auch noch anmalen. Aber für jetzt soll es reichen. Die Böden haben wir uns im Baumarkt zuschneiden lassen. Das kann man immer ganz gut machen, wenn man nicht das Werkzeug hat oder nicht die Zeit oder nicht die Lust. Kann man sich natürlich auch Arbeit abnehmen lassen. Dann machen wir weiter mit den Kleiderstangen und wagen das Experiment, ob das funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben mit den Böden. Ich bin ein bisschen nervös. Okay, das war sehr einfach. Die Idee hatte Richard, dass man das einfach so rausziehen kann an der Seite. Sehr schlau, Richard, sehr schlau. Jetzt müssen wir nur noch hoffen, dass es nicht zu sehr an Stabilität verliert dadurch. Wir schrauben übrigens den ganzen Schrank auch an der Wand fest, weil der Boden ist hier sehr uneben und die Tür ist sehr schwer und so. Wir wollen nicht riskieren, dass der umfällt. Sieht voll süß aus. Ich finde es richtig gut. Es sieht viel ordentlicher aus als vorher. Ich finde auch das mit den Kleiderstangen richtig gut. Was uns noch fehlt, sind noch mehr und passende Bügel. Aber das können wir irgendwann nochmal machen. Weiter geht's. Wir fangen an, ein Lattenrost für dieses Bett zu bauen. Ihr denkt jetzt, hä, warum baut ihr ein Lattenrost selber? Folgendes. Dieses Bett ist ein altes Bauernbett aus meiner Familie. Das kommt aus meiner Familie. Da hat mein Papa schon als kleines Kind drin geschlafen. Ich habe da auch als Kind schon drin geschlafen und deswegen ist es mir sehr wichtig. Ich finde es sehr schön. Ich finde es auch sehr schön, dass es jetzt endlich einen Platz hat, ob es benutzt wird oder nicht. Lassen wir mal so stehen. Das Problem ist, das hat ganz komische Maße. Ich glaube, das ist 1,80 lang. Also weder richtiges Kinderbett noch richtiges Bett für Erwachsene, beziehungsweise war es wahrscheinlich mal für Erwachsene, als Erwachsene noch kleiner waren als heutzutage. Und die Breite sind 1,08 Meter oder sowas. Also so ganz strange Maße, die man halt einfach so nicht findet. Ich habe eine Matratze gefunden, die ungefähr diesen Maßen entspricht. Es kann sein, dass wir die noch ein bisschen anpassen müssen, aber da war ich schon richtig happy. Und das Lattenrost dafür müssen wir jetzt noch bauen. Es wurde übrigens letztens auf Instagram die Frage gestellt, es kamen ein paar Fragen zu den Kindern. Vielleicht gehen wir im Laufe des Videos noch darauf ein, mal schauen, oder in dem nächsten Vlog oder so. Ob die Kinder sich ein Zimmer teilen oder ob jedes Kind sein eigenes Zimmer hat, nee. Also so richtig dringend bräuchten die auch jetzt immer noch in dem Alter kein Zimmer. Weil, ich meine, ihr werdet es selber kennen, wenn ihr kleine Kinder habt, die sind sowieso immer da, wo man selber ist. Und klar, man kann natürlich selber dann auch hier in dem Zimmer sein. Und es ist schon cool, auch wenn die Große sich mal hier alleine hinsetzen kann und malen kann oder lesen oder irgendwie sowas. Aber an sich braucht jetzt die Kleine natürlich kein eigenes Zimmer. Die ist ein Jahr alt. Auch noch mal
einmal der Länge nach durchschneiden. Es ist so kompliziert, weil vielleicht habt ihr schon mitgekriegt, wenn ihr selber baut, dass das Holz im Moment unfassbar teuer ist. Das war tatsächlich die günstigste Variante. Sonst hätten wir natürlich auch gerne einfach Latten genommen, die schon schmaler gewesen wären. Aber das wäre tatsächlich viel, viel teurer gewesen. Deswegen jetzt ein bisschen mehr Arbeitsaufwand für uns, dafür ein bisschen günstiger. Projekt ist auch abgeschlossen. Projekt Nummer 2 von diesem Kinderzimmer-Makeover. Ich bin happy. Wir haben ein Lattenrost gebaut, hier noch ein bisschen stabilisiert mit so Stützen. Das wirkt alles sehr stabil. Also ich werde hier auch drin schlafen. Wahrscheinlich bin ich die einzige Person, die hier drin schlafen wird. Und wir machen das jetzt alles mal schön und fertig und zeigen euch das dann. Ich begreife übrigens dieses Kinderzimmer-Makeover als Part 1. Auf den zweiten Teil freue ich mich auch schon, aber der wird jetzt nicht im Anschluss kommen, also irgendwann, wo wir noch ein bisschen was mit Farbe machen und so. Aber es geht jetzt erstmal darum, dass wir es hier ein bisschen wohnlich machen. Ich kann euch ja auch am Schluss nochmal ein bisschen durchführen, weil ich habe so viele DIYs ja schon fürs Kinderzimmer gemacht. Und deswegen gibt es jetzt kein, außer dieses Pimpen von den Sachen, kein großes neues DIY, vielleicht das nächste Mal. Dieses Regal hatte ich ja mal gebaut. Das war relativ überflüssig tatsächlich im letzten Kinderzimmer, mehr so Deko, weil so richtig benutzt haben wir das nicht. Aber das soll sich jetzt ändern. Ich möchte es auf die Heizung legen. Keine Angst, die Heizung wird nicht so heiß, dass das hier irgendwie abfackeln kann. Und dafür muss jetzt erstmal das hier ab. Vielleicht erinnert ihr euch, die hatte ich im Februar, als wir 2 Monate in Frankreich auf Haussuche waren, mir mal gekauft, weil wir waren ja erst weiter im Norden. Da um Bordeaux rum in der Gegend, und es war einfach so saumäßig kalt und mit den Steinböden hier überall, das war einfach nicht auszuhalten. Und deswegen habe ich mir bei Intermarché in so einem Supermarkt einfach diese sexy Latschen gekauft. Das ist so ein bisschen aufregend hier gerade, weil hier hinter ist das Bad und wir wollen da nichts treffen. Und die Wand ist sehr, sehr dünn. Und das Regal hat zwar ein bisschen Gewicht an sich durch das Holz und so, aber da werden keine schweren Sachen draufkommen. Da ist irgendwas. Wir gucken uns die andere Seite gleich mal an. Es ist absurd, wie dünn diese Wand ist, wirklich. Dieses Bad wurde irgendwann mal hier eingezogen. Frag mich, wo das vorher war. Damals gab es wahrscheinlich kein fließendes Wasser. Da hat man diese schönen Emaille-Schüsseln gehabt mit diesem Krug. Und ich habe schon voll oft überlegt, ob ich sowas kaufe, und dachte dann so, wozu? Das Regal hier hat ein bisschen gelitten beim Umzug. Ich guck mal, ich weiß nicht mehr, ich kann mich nicht mehr erinnern, mit welcher Farbe ich das gestrichen habe, ehrlich gesagt. Ich habe hier alle Regale mit der gleichen Farbe gestrichen. Und die ist jetzt, glaube ich, leider ein bisschen zu hell. Falsch. Ganz falsch angegangen. Vielleicht sollte ich es erstmal mit einem Lappen probieren. Oh Gott, ey, immer mit Kanonen aufspatzen, ne? Erst die Farbe rausholen und dann das Spülmittel. Also fürs Erste. Ich finde dieses Zimmer einfach so krass viel gemütlicher als das in Berlin. Falls ihr euch gleich wundert, wo sind denn die ganzen Spielsachen von den Kindern? Das ist ja der Klamottenschrank. Wir haben hier noch unsere Kammer des Schreckens, nenne ich sie mal. Die ist wirklich voller Bücher und voller Spielzeug und so. Hier wollte ich, dass die Kinder vor allem alles griffbereit haben. Vor allem die Große, die Kleine spielt ja sowieso, also ne? Da muss man ja sowieso was hinlegen, sozusagen. Ich wollte vor allem, dass die Große sich einfach bedienen kann. Das macht sie vor allem mit den Malsachen. Also Stifte stehen hier, kann sie sich nehmen, die Malbücher, Malsachen und sowas stehen da, Knete, so ein Zeug. Und an die Sachen in der Kammer kommt sie natürlich auch ran, die Kinder. Das heißt, da können sie sich auch bedienen und hier alles chaotisch machen, wenn es immer so aussehen würde. Das wäre so schön. Nein, aber die Kinder sollen ja auch spielen. Ich würde es mal so zusammenfassen, dieses Zimmer, wie auch das Zimmer in Berlin, ist so nicht Instagrammable, aber dafür sehr persönlich. Ich verlinke euch auch alle DIYs, die hier drin sind, falls euch das interessiert. Der Schrank, die Regale, den Stern habe ich auch noch selber gemacht. Also sind ein paar Sachen.
ja, es geht dann weiter mit Farbe, weil ich diese weißen Wände machen mich ganz wahnsinnig. Ganz wahnsinnig. Es gibt ja Leute, die sagen, dass ein Kinderzimmer möglichst wenig Farben, Grundfarben haben soll, damit, weil es sowieso schon so wirr wird und bunt und so durch das Spielzeug, stimmt auch total. Ich finde die Farben, die jetzt hier sind, total schön. Ich finde es nicht überladen, ich finde es nicht zu viel und zu bunt und zu wuselig. Trotzdem kann man noch schöne Sachen machen. Ich höre jetzt einfach mal auf zu reden. Et voilà, das ist das fertige Zimmer. Ich hoffe, es gefällt euch, das neue Kinderzimmer. Wie gesagt, es gibt noch einen zweiten Teil, weil da muss unbedingt was mit Farbe passieren. Noch eine zusätzliche Info. Es gibt ein Außer-der-Reihe-Video am 1.12. Es geht nämlich der Hashtag Wir machen Weihnachten Adventskalender wieder los. Nachdem er letztes Jahr ausgefallen ist, sind wir dieses Jahr wieder am Start. Also bis dahin.